Die Kombination Highland Park und Cherry Bombe findet man ja nicht allzu oft. Deshalb wollte ich mir hier dieses Einzelfass, 16 Jahre erstbefülltes europäisches Sherry-Butt, echt nicht entgehen lassen. Zart und geschmeidig, na, glaube ich ja weniger. Ich stelle mich auf einen schönen rustikalen Abend mit euch ein. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Diese Flasche ist mir aufgefallen, als ich letztens einen Glenfarclas in England, Großbritannien bestellt habe, der mir von einem von euch empfohlen wurde. Nochmal danke dafür. Und die hatten eben nicht nur exklusiv diesen Glenfarclas, sondern, fiel mir sofort auf, diesen Highland Park. Einzelfass. Und dann 16 Jahre ist ja schon was. Also meistens sind die ja irgendwie jünger, sagen wir es mal so. Und naja, er ist auch extrem Cherry Bombe, Cola Malt, aber mit 16 Jahren und europäischer Eiche, na, da bin ich schwach geworden. Ich hatte ihn nicht sofort mitbestellt, musste da auch erst noch drüber nachdenken, aber irgendwie, manchmal kennt man das ja, so Liebe auf den ersten Blick, auch wenn es dann erst später was wird, ne? Ich hatte jetzt zum 1. Dezember 2020 auch schon ein Highland Park Einzelfass, aber aus den Niederlanden. Und das war ein amerikanisches Refill Butt und ging, glaube ich, ohne dass ich ihn probiert habe, in eine ganz andere Richtung. 12 Jahre war der. Und der lief extra unter der Bezeichnung abgefüllt für Weihnachten. Und da habe ich auch einfach diese weihnachtlichen klassischen Assoziationen, die man an so einen Sherry Malt stellt. Ich weiß, da stand nur Refill Butt drauf, ne? Will ich fair sein. Aber trotzdem hatte ich das im Hinterkopf. Und die hat er nicht wirklich erfüllt. So, hier könnte ich mir das in etwa vorstellen. Und im Sommer möchte ich den auch echt nicht probieren. Wir haben 58,9 Volumenprozente. Ich wollte eigentlich ein Glas geholt haben und mir vorher was verdünnen. Ich mache das mal so. Ich blende euch schon mal die Farbe ein und in der Zeit hole ich mein Glas. An was man nicht alles denken muss. So, ich habe ihn mir hier etwas verdünnt und hinter mir steht er unverdünnt. Das nur kurz zur Info. Und dann machen wir gleich mal weiter. Kostet 226 Euro. Also günstig ist auch hier was anderes, brauchen wir überhaupt nicht drüber streiten. Ne? Und da schreibe ich euch sofort. Ja, obwohl ich ihn verdünnt habe, ist er noch sehr zurückhaltend. Rauch bei Highland Park ja immer ein Thema, ist jetzt das, wo ich als erstes drauf geachtet habe. Beim 12-Jährigen hatte ich ihn, aber der war von dem Fass auch nicht totgeschlagen. Und ja, jetzt habe ich hier 16 Jahre und ob er totgeschlagen ist, möchte ich jetzt nicht behaupten direkt, aber es kommt schon mächtig, also das, was hochkommt, ist Fass. Eine subtile Sherry-Grundsüße kommt hoch. Man weiß ja nicht, was es für ein Sherry-Butt war. Aber irgendwie auch so ein bisschen erdig, nussig. Buh. Wie soll man das beschreiben? Ja, wirklich. Als wenn da viel Matsche und so in der Heide wäre. Als wenn da so ein paar Treckers durchgefahren wären. Und ich rieche viel Erde und so ein bisschen der typischen Highland Park Heide. Dann kommt diese Sherry-Note. Und auch säuerliche Eindrücke.
Ja, Tee, schwarzer Tee. Also ich werde jetzt hier nicht klassisch irgendwie von so einer Rosine oder so erschlagen, ne? Merkt ihr gerade, denke ich mal. Da hinten raus Holz nehme ich jetzt auch nicht wirklich wahr, dass da jetzt irgendwie so eine Eichenschrankwand kommt. Aber diese Dinger sind oft so, ne? Wie heißt das? Stille Gewässer sind oft tief. Nee, der Spruch geht anders. Ich nehme ihn jetzt einfach mal, dann passiert meistens gleich viel mehr im Mund. Benutzen die auch PX? Ich weiß es echt nicht. Ich könnte es mir ein bisschen so vorstellen. Er hat etwas von einem PX. Ich möchte das jetzt nicht unterschreiben und komplett behaupten. Aber er ist kurz davor, klebrig zu werden. Er hat eine. Also, das schiebe ich jetzt nicht auf den PX jetzt einfach weiter. Diese säuerliche Note zieht sich hier auch durch. Also. Oder also die, die ich eben schon so leicht hatte. Ich hoffe, ich habe sie erwähnt. Oh Mann. Ja, Johannisbeer. Und dann auch irgendwie, jetzt wo ich ihn habe, vielleicht so ein bisschen Rauch, geht dann auch hin irgendwo Richtung Tabak. Kaffee, Kaffee und Tabak, das trifft ganz gut. Da drin die Heide, die ich mir so vorstelle, zwischen diesem Tabak und dem Kaffee vielleicht die Überreste des Highland Park raus. Jetzt ist er doch schon gleich viel präsenter in der Nase, muss ich ja sagen. Stark. Im Mund ist. Aber die europäische Eiche hätte ich mir jetzt schlimmer vorstellen können. Nach 16 Jahren. Und das ist, wenn es mal draufsteht, dann das merke ich mir. Also wenn ich sonst in meinem Video sage, ich will es ja nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber kommt mir wie europäische Eiche vor, dann sind das einfach diese Eindrücke von so einer doch eher zart, bitteren Schokolade, die nach hinten geht. Was Ruhiges, Kräftiges an Gewürzen. Ne? Gewürzen, wir waren ja vorhin beim Weihnachtsthema. Da achte ich nochmal drauf. Da könnte auch was sein. Die Eiche wird stärker. Und davor kann man sich jetzt so einiges einbilden, was bei mir Tabak und Kaffee ist. Sind Gewürze, ja. Ich möchte jetzt keinen Zimt oder sowas raushauen. Das wäre einfach für mich nicht greifbar. Diese säuerliche Note ist recht tonangebend. Und kommt dann jetzt nochmal nach der Eiche, nach dem Abgang. Was heißt hoch? Ist falsch gesagt, aber sie ist irgendwie greifbar, ne? Wo man sonst schon mal eine Schokonote hat oder noch mal irgendwie eine Frucht. Ne? Ja, dann. Also diese süße Note ist da und natürlich auch dieser Holzbelag, um Gottes Willen. Aber das fällt mir jetzt so ein bisschen auf. Schwierig, muss ich jetzt sagen. Also, die kompletten reinen Attribute einer Sherry-Bombe erfüllt er mir in der Hinsicht nicht, weil er doch auch so wenig Frucht hat. Also ich würde ja fast auf PX tippen. Oder was sie sonst auch immer vorher in die Fässer packen.
er wird immer schöner vom Trinken her. Jetzt der dritte Schluck. Ich muss den mal wegstellen. Also die Eiche ist einfach sehr beeindruckend. Muss ich sagen. Da kann man auch noch ganz viel drin finden. Was vielleicht bei dem anderen dann eher, sag ich mal noch, Leder. Ja, Leder, Politur, solche Aromen. Nuss fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, muss ich ehrlich sagen. Also dann bin ich fast schon eher wieder bei den Gewürzen. Also diese Holznote ist schon schön nach 16 Jahren. Würde ich natürlich, also was heißt natürlich, also diesen 12-Jährigen, den ich am 1. Dezember hatte, ist, was er für Highland Park, für Leute, die den Highland Park Charakter gerne in stark haben wollen, sagen wir es mal so, das hier ist was für einen klassischen Einzelfasstrinker Richtung Sherry Bombe, sagen wir es mal so. Aber vielleicht muss ich mich rechtfertigen, weil ich sie dann auch gerne mag. Ich finde, sie bietet schon ein bisschen mehr als die jungen Dinger. So, dann nochmal unverdünnt. Was hatten wir denn? 58,9. Ja. Gottes Willen, ist dann jetzt nicht mehr so meine bevorzugte Stärke, aber geht ja noch. Dieses 12-jährige Fass hatte ja fast nochmal 10% mehr oder so. War ja total verrückt. Ich bin mit der verdünnten Variante angefangen, da wenn ich ihn hier sofort nehme, Angst habe, dass ich die verdünnte Version nicht mehr, dass ich sie zu wässrig finde. Außerdem ist es auch nicht mein Favorit, ne? Also letzten Endes teste ich dann immer noch, so hart wie sich's anhört, auch so ein bisschen für mich selber. deshalb nochmal kurz zur Erklärung, warum ich ihn danach nehme. Und jetzt passiert was Komisches. Jetzt habe ich auf einmal so eine Art Kirschwasser mit Nuss. Mit Nuss, mit Kaffee vielleicht. Kaffeepulver, wenn ich es jetzt aufmache, nicht direkt. Also ich kann es euch nicht so ganz erklären. Irgendwie sowas zwischen gemahlenem Kaffee und so wie wenn man in Bremen über die Brücke fährt und da steht der Wind günstig, dass von Jakobs, von der Rösterei so der Wind rüber weht. Ja, müsst ihr mal machen. Sonst ist er aber verschlossener. Und süße, ja, die kann man immer sagen. Das Holz wird schärfer, pfeffriger. Kann man so trinken, wenn man will. Also haut mich jetzt nicht um von der Stärke her. Das ist jetzt keine Kritik so nach dem Motto, ha, stehe ich drüber. Nein, sondern ich meine das generell so trinkbar, aber er ist einfach grenzwertig. Also er wird recht scharf. Das Holz wird so ein bisschen, finde ich, ist nicht mehr so ruhig und tief und in sich selbst ruhend und so voluminös, sondern wird so ein bisschen zappeliger. Nehmen wir es mal so. Ja, was fange ich mit dem an? Also die Holznote ist genial. Ich stehe auf europäisches Holz und dann 16 Jahre. Also ganz überzeugen kann er mich letzten Endes nicht. Vielleicht auch, weil ich zu kritisch bin. Ich habe da hinten noch mal so eine exklusive Abfüllung stehen aus England. 26 Jahre Glendronach. Die kostet aber auch noch mal ein Hunderter mehr als er hier. Wenn ich jetzt wählen müsste, ohne dass ich sie bezahlen müsste, würde ich den Glendronach nehmen. Einfach nur mal, um das irgendwie für euch einordnen zu können. Der war viel gefälliger. Mehr das Klischee von dem, was man bei einem 26-jährigen Glendronach erwartet. Hier erfüllt er sein Klischee eigentlich auch. Aber er kommt mir eben so ein bisschen mehr PX-lastig vor als Oloroso. Vielleicht hilft euch das ein bisschen. Eher auf der süßen, holzigen Seite als auf der fruchtigen,
nussigen, ich meine, diese säuerliche Note hat er auch. Das hat so ein Oloroso auch gerne, möchte ich gar nicht abstreiten. Ne? Tja. Ich mag diese Highland Park Einzelfässer, weil man doch, also ich nehme auch gerne wieder die anderen, auch die helleren, ne? Auch diesen vom 1. Dezember. Ich habe ja gesagt, er liegt mir hier besser, aber ich fand den nicht schlecht, weil man so einen puristischen Highland Park hatte. Ich meine, man hat mal das schon mal aus dem Refill-Butt, ne? Da kommt dann nicht mehr so viel über und man hat, ich glaube, man kann nicht besser einen Highland Park nach 12 Jahren so, sag ich mal, noch den Ursprung, wo er herkommt, vom Brennereicharakter erkennen, wie in so einer Abfüllung. Ist dann natürlich immer eine Sache, ob man eine ganze Flasche braucht. Ne? Für mich nicht. So ein Test hat mir vollkommen gereicht und hat mich wieder so ein bisschen weitergebracht. Okay, in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.